Guten Morgen miteinander. Eine Frage zum Anfang. Was verbindet den Albert Schweitzer, den Martin Luther King, den Willy Brandt, Mutter Teresa und den Barack Obama? Was verbindet die fünf bekannten Leute? Wer hat eine Idee? Genau, die haben alle den Friedensnobelpreis gewonnen. Berühmte Menschen, die sich für den Frieden eingesetzt haben und dann am Ende auch einen Preis dafür bekommen haben. Aber nicht nur grosse und berühmte Menschen haben in der Geschichte ein Zeichen vom Frieden gesetzt. Das sind nicht nur ganz berühmte Menschen gewesen, sondern ganz oft sind es auch ganz einfache Menschen gewesen, die eine grosse Geschichte vom Frieden geschrieben haben in ihrem Leben. Und der Rolf hat das eindrückliche Beispiel schon erwähnt in der Einführung, und zwar der Weihnachtsfrieden von 1914. Mit dem wollen wir uns heute Morgen ein bisschen beschäftigen. Es war der 24. Dezember, Heiligabend 1914, wo Soldaten an der Westfront inmitten des Ersten Weltkriegs ihre Waffen niedergelegt haben und gemeinsam Weihnachten gefeiert haben. Ein Wunder war das. Circa 6 Monate vorher sind die jungen Soldaten noch euphorisch und furchtlos in den Krieg gezogen. Sie haben sich gefreut, jetzt in den Krieg zu ziehen. Aber nach einem halben Jahr später und schätzungsweise bereits 160'000 britische Soldaten sind gestorben und 300'000 deutsche Soldaten haben ihr Leben schon gelassen nach 6 Monaten, ist die Euphorie vom Krieg am Boden unten gewesen. Und die Front ist erstarrt und es hat einen zermürbenden Stellungskrieg gegeben, der sich nachher weitergezogen hat bis 1918. Und zwischen diesen feindlichen Schützengräbern, zwischen den Briten und den Deutschen, sind zum Teil nur 20 Meter zwischen den beiden Fronten gewesen. 20 Meter sind gerade mal zwischen diesen beiden verfeindeten Armeen gewesen. Und eben an dem Weihnachtsabend, am Heiligen Abend, sind die Soldaten zitternd vor Kälte und mit hungrigem Magen sind sie in ihren Schützengräben innen gesessen. Wenn ich es mal vorstellen, Heiligabend und du bist im Schützengraben innen. Wie gross muss die Sehnsucht sein nach Familie, nach einer warmen Stube, nach einem Tannenbaum. Einfach Weihnachten zu feiern daheim. Das war den Soldaten damals nicht gegönnt. Und auch heute gibt es natürlich auch viele Menschen, die das nicht können. Aber dann ist etwas passiert. Ein einzelner Soldat war mutig und er ist aufgestanden für den Frieden. Und wie das aussieht, werden wir miteinander anschauen in einem Videoclip. Jenkins, open. Nein. Ein Briter kommt! Ein Briter kommt! Jim? Jim, don't do it! Halt! Er ist nicht bewaffnet! Nein, Otto! Jim!
My name is Jim. Mein Name ist Otto. Pleased to meet you, Otto. Freut mich. Rose, she's called. Das ist schön. Sehr eindrückliche Geschichte, die sich tatsächlich so zugetragen hat, auch schon oftmals verfilmt worden ist. Aber es ist wirklich passiert, der Weihnachtsfrieden 1914, wo sie für einige Stunden die Waffen niedergelegt haben und miteinander Weihnachten gefeiert haben. Und interessant, es wird berichtet von einem Soldaten, der aufgestanden ist, die Hände aufgehoben hat und sich auf den Weg gemacht hat zum Feind über. Er hat einen Funken Hoffnung in sich innen gehabt. Er hat Sehnsucht nach dem Frieden gehabt. Er ist auch im Dreck innen gehockt. Aber er ist aufgestanden und mit erhobenen Händen auf seinen Feind zugegangen. Und es wird berichtet, dass er übergerufen hat, fröhliche Weihnachten, deutsche Soldaten. Und als Antwort haben auch die Männer auf der gegenüberliegenden Seite vorsichtig ihre Waffen niedergelegt und sind aus ihrer Deckung rausgekommen. Es war wohl ein Moment gewesen, wahrscheinlich, wo die Soldaten aufgestanden sind. Vorher haben sie aufeinander geschossen, oder? Und so der Moment, wo man aufsteht und aus der Deckung rauskommt, das ist sicher ein ganz spezieller Moment gewesen, wo einem irgendwie fast das Herz stehen geblieben ist. Aber irgendetwas war grösser gewesen, als die allgegenwärtige Angst, erschossen zu werden. Und das, was grösser war, hat ihnen geholfen, aufzustehen und aufeinander zuzugehen und den Weihnachtsgruß zu erwidern. Das ist ja kaum zu glauben, dass das möglich ist, zwischen so verfeindeten Armeen, dass da eine Verbrüderung stattfinden darf. Auch wenn es nur ein paar Stunden gehalten hat, einen Tag später haben sie wieder aufeinander geschossen. Das kann man sich kaum vorstellen. Aber anscheinend, das ist wirklich, so wird berichtet, dass eben dann auch ein Fußballspiel stattgefunden hat. Das ist das Originalfoto von damals, wo die Deutschland gegen England ein Fußballspiel gemacht hat. Die Deutschen haben übrigens 2-1 gewonnen. Genau. Das war die WM ein bisschen anders gewesen, genau. Und es wird auch berichtet, dass sie gemeinsam einen Gottesdienst gefeiert haben. Und sie haben gemeinsam, haben sie den Psalm 23 gebetet, auf Englisch zuerst. Und nachher auf Deutsch. Und gemeinsam haben sie dann auch das Lied miteinander gesungen, Stille Nacht, Heilige Nacht, wo das so zum Lied vom Frieden geworden ist. Und die Deutschen sind auf der einen Seite gestanden, wo sie Gottesdienst gefeiert haben, und die Briten sind auf der anderen Seite gestanden. Und alle haben ihre Kopfbedeckung abgenommen. Alle haben ihre Kopfbedeckung abgenommen. Es war wirklich eine heilige Nacht unter den Soldaten, die müde waren vom Töten und vom Blutvergießen und die sich eigentlich nur nach Frieden gesehnt haben. Und wie gesagt, die besondere Atempause zwischen diesen Fronten ist in die Geschichte eingegangen. Und wenn ihr mal googelt, den Weihnachtsfrieden, dann werdet ihr genau auf die Geschichte von 1914 stoßen. Es ist ganz spannend, was dort alles dazu kann man lesen kann. Sehnsucht nach Frieden. Auch heute ist die Sehnsucht von uns Menschen nach Frieden und einem Friedensstifter einfach immer noch sehr gross. Und das besonders in Weihnachtszeit haben wir doch den Wunsch nach Frieden. Wir sehnen uns nach Frieden, auch wenn die meisten von uns nie wirklich Krieg erlebt haben. Wir suchen nach etwas, das grösser ist, als nur die Abwesenheit von Frieden. Du hast das schön eingeführt, Rolf. Es gibt verschiedene Arten von Frieden. Es gibt auch einen inneren Frieden. Wir Menschen, wir suchen nach Frieden. Und darum lieben wir auch so Weihnachten, so den Gedanken an Weihnachten. Das ist nochmal ein anderes Bild. Da
Das löst doch in uns etwas aus, den Gedanken an Weihnachten, nach Familie, nach Frieden, nach einer schönen Stube, nach Liebe, nach feinen Düften, nach Heimat, warme Atmosphäre. Wir lieben die ganze Weihnachtsatmosphäre, weil es irgendwo eine heile Welt, weil es irgendwo Frieden tut, ausstrahlen. Und die Verbindung zwischen Weihnachten und dem Thema Frieden, die geht weit zurück, auch in der Bibel. Bereits ca. 700 Jahre vor der Geburt von Jesus Christus ist eben die Geburt von Jesus angekündigt worden. Verschiedene Propheten haben das angekündigt. Wir haben es vom Jesaja gehört. Das Kind wird Friedensfürst sein. Auch der Micha hat schon über den Jesus, über den Friedensfürst geredet. Wir werden miteinander lesen. Micha 5, 3 bis 4. Er wird sich als Hirte um seine Herde kümmern und wird sie in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens seines Gottes weiden. Und er wird der Friede sein. Er wird nicht nur ein Friede sein, sondern er wird der Friede sein. Und wo Jesus dann auf die Welt gekommen ist, 700 Jahre später, dann ist der Himmel aufgegangen, die himmlischen Heerscharen sind gekommen und sie haben gesungen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf der Erde bei den Menschen seines Wohlgefallens. Weihnachten ist ein Fest vom Frieden. Aber die Frage ist, um was für einen Frieden geht es denn eigentlich? Ich meine, Weihnachten ist vor 2000 Jahren passiert und immer noch haben wir keinen Frieden auf Erden. Gerade jetzt wieder aktuell ein schlimmer Krieg in Europa. Um was für einen Frieden geht es denn an Weihnachten? Und wir sind jetzt mitten in der Serie in der Story of Christmas, also die Weihnachtsgeschichte. Und wir verstehen, dass die Weihnachtsgeschichte schon viel, viel früher angefangen hat. Wenn wir die Bibel als grosse Geschichte von Gott mit uns Menschen lesen, dann kommen wir auch der Antwort auf die Spur, um was für einen Frieden denn um Weihnachten geht. In der Bibel lesen wir nämlich, dass zwischen Gott und den Menschen nicht einfach nur Frieden herrscht. Es wird beschrieben, wie die Menschen sich dazu entschieden haben, nach ihren eigenen Regeln zu leben. Wir lesen von einem grossen Vertrauensbruch, der passiert ist zwischen der Menschheit und Gott, dem Schöpfer. Und den Menschen zwischen Gott und dem Schöpfer hat es dann auch einen Graben gegeben, eine Distanz. Und auch das ist eben eine Distanz, ja, eine Distanz ist entstanden zwischen Mensch und Gott. Aber an Weihnachten hat Gott den Graben, die Distanz, die zwischen uns Menschen und Gott ist, hat er überwunden. Und zwar ist Gott Mensch geworden, ist auf die Erde gekommen. Gott ist Mensch geworden, damit wir Menschen zu ihm kommen können. Also Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus und hat sich so verfügbar gemacht für uns Menschen wieder. Und wie er das gemacht hat, wie er Mensch geworden ist, das hat er auf eine ganz ungewöhnliche Art gemacht. Das hätte niemand damit gerechnet. Und zwar ist er als Kind auf die Welt gekommen. Und da finden wir eben jetzt auch eine ganz spannende Parallele zu dieser Geschichte vom Weihnachtsfrieden 1914. Der Weihnachtsfrieden 1914 hat angefangen, dass ein Soldat mit erhobenen Händen aus dem Schützengraben gekommen ist. Der Soldat war unbewaffnet. Er war ungeschützt. Er war hilflos. Er hatte nichts bei sich. Und mit erhobenen Händen ist der Soldat auf seine Feinde zugegangen. Was hat der Soldat mit dem Ausdruck, dass er mit erhobenen Händen auf den Feind zugegangen ist? Er hat mit dem Ausdruck, hey, ich bin nicht dein Feind. Du musst keine Angst haben vor mir. Ich werde mit dir Frieden machen. Das hat er ausgedrückt, als er unbewaffnet und noch hilflos auf den Feind zugegangen ist. Und jetzt, wie ist Gott, der König von allen Königen, der alle Macht hat? In den Psalmen wird er sogar als Kriegsherr beschrieben, als starker Held wird er beschrieben.
Wie ist Gott uns an Weihnachten entgegengekommen? Als Baby. Wer von uns fühlt sich von einem Baby bedroht? Wer hat Angst vor einem Baby? Wer sieht in einem Baby einen Feind? Niemand. Aber so ist Gott uns entgegengekommen. Und genau das war ja seine Absicht. Mit einem übertragenen Sinn ist Gott an Weihnachten mit erhobenen Händen auf uns zugekommen. Ungeschützt und hilflos, wie der Soldat, ist er auf uns zugekommen. Gott macht an Weihnachten deutlich, dass er nicht als Feind zu uns kommt, sondern als jemand, der mit uns Frieden schliessen will. Er kommt nicht als Bedrohung, sondern als kleines Kind auf die Welt. Und genau das ist eben die Weihnachtsbotschaft, die die Engel verkündigt haben. Lass uns nochmal das lesen. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, also habt keine Angst. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Jesus ist gekommen mit einem Friedensangebot. Gott ist auf die Welt gekommen, um Frieden zu schliessen mit uns Menschen. Aber ein echter Frieden kann nicht nur von einer Seite geschlossen werden. Im Friedensangebot Gottes müssen wir Menschen auch entgegenkommen. Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens, haben wir gelesen. Immer wieder kommt die Frage, was bedeutet denn das, Menschen seines Wohlgefallens? Also die Menschen, die irgendwo wohlgefälliges Leben führen oder was? Das Wort Wohlgefallen bedeutet auch einverstanden sein oder zustimmen. Es bedeutet, es gibt Frieden auf Erden bei den Menschen, wo seiner, also wo Gott zustimmen, wo im Friedensangebot von Gott zustimmen, wo mit seinem Friedensangebot einverstanden sind, bei den Menschen kann der Frieden einziehen. Und ich werde euch heute Morgen zwei Fragen stellen, wenn wir auf Weihnachten zugehen. Die erste Frage ist: Hast du schon mal dem Friedensangebot Gottes ganz bewusst zugestimmt? Schön. Hast du den Frieden angenommen, den Gott uns bringen an Weihnachten? Hast du Frieden geschlossen mit Gott und verhebt ihn bis zum heutigen Tag? Ja. Schön. Mach dir mal die Gedanken, hast du das Friedensangebot angenommen? Und die zweite Frage, viele von Ihnen haben das einmal gemacht, aber die zweite Frage, die ich euch stellen möchte, stellt das Friedensangebot von Gott, das ist nicht einfach nur eine Sündenvergebung. Wir dürfen das Evangelium nicht nur auf die Sündenvergebung reduzieren, sondern Frieden ist etwas Ganzheitliches. Die Wurzel von dem Wort Frieden ist Shalom und Shalom ist etwas Ganzheitliches. Also es geht darum, dass wir in Frieden mit Gott leben, in Geborgenheit bei Gott sind, dass wir in seiner Nähe leben, dass wir im Frieden innen leben, dass wir den Frieden mit Gott auch wirklich leben in unserem Leben. Das ist die zweite Frage. Lebst du im Shalom mit deinem Schöpfer? Und wie gesagt, vielleicht hast du schon mal Frieden geschlossen mit Gott, in Gottes Frieden eingestimmt und zwischen dir und Gott herrscht Frieden, Geborgenheit, Nähe, eben du lebst in dem Shalom. Aber vielleicht geht es dir auch wie einige von diesen Soldaten an der Front im Ersten Weltkrieg. Vielleicht liegst du auch irgendwo im Schützengraben, du bist wachsam und versteckt in Deckung und anstatt mit Gott im Frieden zu leben, lebst du irgendwo auch auf Distanz mit dem Gott.
Und das kann verschiedene Gründe haben. Auch ich lebe immer wieder auf Distanz mit Gott. Ich merke das immer. Ich habe zwar das Friedensangebot angenommen, und gleich gibt es immer wieder Momente, wo ich irgendwo nicht im Frieden lebe mit Gott. Und das hat verschiedene Gründe. Wir behalten Gott irgendwo auf Distanz. Das kann verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel, wenn wir irgendwie Schuld oder Sünde haben in unserem Leben. Wir haben Angst, dass Gott vielleicht etwas entdecken kann, wenn er zu nahe kommt, wenn wir ihn zu nahe an uns heranlassen. Vielleicht eben eine Sucht, eine Schuld von früher. Manchmal gibt es ja so böse Gedanken, die man hat. Das passiert auch mir immer wieder. Und dann haben wir irgendwie Angst, dass Gott uns verurteilt oder bestraft. Ich denke immer, dass Gott, so, wenn ich wieder so böse Gedanken oder wieder verseite, denke ich immer, Gott steht so dort. Oder so mit dem Zeigefinger irgendwo. Plötzlich habe ich wieder so eine Vorstellung von Gott und das schafft irgendwo eine Distanz. Vielleicht leben wir auch in Distanz mit Gott, wenn wir das Gefühl haben, er fordert so viel von uns. Wenn wir ihn ganz nahe an uns heranlässt, ja dann musst du das und das und jenes machen. Seine Forderungen, seine Gesetze und seine Gebote hängen uns irgendwo ein. Ich habe früher immer gedacht, wenn ich Gott ganz nahe an mein Leben heranlasse, dann wird es langweilig. Ja, dann bin ich nur noch am Wetter und am Bibel lesen. So Gedanken kommen heute manchmal noch ein bisschen. Sündenvergebung, okay, das nehme ich an. Aber mit Gott ganz das Leben teilen, in alle Bereiche reinlassen, nein, das nicht. Sündenvergebung, okay, eben Frieden, aber nicht im Frieden leben mit ihm. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und dann behalten wir vielleicht immer ein bisschen auf Distanz. Ja, nicht zu nahe Gott, das ist so mein Bereich. Und dann gibt es auch noch die andere Sache, gell? Wir lassen Gott irgendwie nicht an uns her, wir behalten ihn auf Distanz. Weil die Frage, die grosse Frage ist, meint Gott wirklich gut mit uns? Ja, wir sehen all die schlimmen Sachen, wo eben kein Frieden herrscht. Wir sehen Krankheit und Tod und Krieg. Und auch persönlich erleben wir auch immer wieder schwierige Sachen. Und dann denken wir, wenn Gott wirklich alle meine Sorgen würde kennen, ja, warum ändert er denn meine Situation nicht? Warum lässt er mich im Stich? Und wir behalten Gott irgendwo auf Distanz, weil wir ihm nicht ganz vertrauen. Und versteht ihr, überall dort, wo wir irgendwo im Schützengraben liegen bleiben, nicht auf Gott zugehen, ist das alles irgendwo die gleiche Ursache. Wir sehen Gott in bestimmten Bereichen als unseren Feind und nicht als einen Freund, nicht als einen liebenden Gott. Das klingt jetzt so krass, aber wir denken doch, wir haben manchmal Angst vor ihm. Und dann ist er eben nicht ein Freund, sondern ein Feind. Wir haben das Gefühl, er will uns einengen, oder? Dann ist er nicht ein Freund, sondern er ist ein Feind von unserem Leben. Oder wir haben das Gefühl, warum lässt er denn das zu? Dann ist Gott nicht unser Freund, sondern irgendwo unser Feind. Und ich möchte uns heute alle ermutigen, es liegt an uns, dass wir an Weihnachten, aus einer neuen Perspektive anschauen und das Friedensangebot vielleicht auch wieder neu entdecken. Schauen wir nochmal, an Weihnachten überwindet Gott das Schlachtfeld zwischen uns Menschen und ihm. Er kommt mit erhobenen Händen auf uns zu und er möchte bis zu unserem Schützengraben kommen und er wünscht sich nichts mehr, als mit uns Frieden zu schliessen, uns sein Shalom weiterzugeben, mit uns die Gemeinschaft zu haben. Und wie sieht denn das aus? Stehen wir, Schuld und Sünde, wir haben Angst vor einer Verurteilung. Aber die gute Nachricht ist, dass Gott kommt eben nicht mit dem Zeigefinger auf uns zu, sondern Gott kommt mit erhobenen Händen auf uns zu. Es ist alles gut. Ich komme mit erhobenen Händen auf dich zu, sagt Gott uns. Und wir lesen genau das in 2. Korinther 5, 19. Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Und Gott kommt nicht mit dem Zeigefinger auf uns zu, sondern mit erhobenen Händen. Es ist nichts, ich rechne euch nichts an. Ich werde Frieden mit euch schliessen. Es heisst, Jesus ist nicht gekommen, um uns zu richten in die Welt, sondern er ist gekommen, um uns zu retten. Und wenn wir Angst haben vor seinen Forderungen, wenn wir ihn so auf Distanz behalten, dann kommt Gott auch wieder mit erhobenen Händen auf dich zu und er sagt, ich erwarte mal grundsätzlich nichts von dir.
ich habe doch alles für dich gegeben. Ich habe dir sogar mein Leben habe ich für dich gegeben und ich werde dir noch so viel mehr schenken. Glaub nicht dieser Lüge, dass ich dich einhängen möchte. Sondern ich bin doch auf die Welt gekommen, um dir Leben zu schenken im Überfluss. Ich bin über das Schlachtfeld gekommen, damit du Leben hast im Überfluss. Johannes 10,10. Und wenn wir Gott auf Distanz behalten, aufgrund von schlimmen Erfahrungen, die Frage, ist Gott wirklich gut? Dann auch dann kommt Gott mit erhobenen Händen auf uns zu. Und er ist parat, um uns zu umarmen mit seinen erhobenen Händen. Es ist berichtet worden, ich habe es schon gesagt, dass beim Weihnachtsfrieden 1914 die Soldaten zusammengekommen sind und sie haben den Psalm 23 miteinander gebetet. Und Gott kommt auf uns zu und er wird ja auch mit dir den Psalm 23 beten. Und er wird dich noch mehr machen, sondern er möchte für dich den Psalm 23 sein. Gott selber möchte den Psalm 23 für dich sein. Er möchte der gute Hirte sein, dich auf frische Weide führen und auch im dunklen Tal mit dir sein. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin Psalm 23 für dich. Und damit das passieren darf, muss ein Schaf seinem Hirten vertrauen, aus dem Graben rauskommen und zum Hirten kommen. Weihnachtsfrieden von dort an, wo auch wir uns aus unserem Schützengraben rauswagen. Wo wir anfangen, Gott wieder neu zu vertrauen, dass er es gut meint mit uns. Und dort, wo wir anfangen, Gott zu vertrauen, entsteht ein wahrer, göttlicher Frieden in uns innen. Philipper 4,7 heißt: Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Und der Friede wünsche ich uns allen von ganzem Herzen. The Story of Christmas, die Weihnachtsgeschichte, ist eine grosse Einladung an uns Menschen, Frieden mit Gott zu finden, Frieden mit Gott zu schliessen. Eine Einladung, unsere Schützengräber zu verlassen. Weihnachten ist aber auch eine Einladung, als Menschen untereinander Frieden zu finden. Auch wir sollen Friedensstifter werden. Stellen wir uns mal vor, wie hat sich der Soldat gefühlt, als er so als erstes aus seinem Schützengraben rausgekommen ist? Wie hat er sein Gegenüber gesehen? Wie hat er den feindlichen Soldat im anderen Schützengraben gesehen? Hat er ihn als Gegner gesehen, den er jetzt muss zerstören? Oder wie hat er den anderen Soldat gesehen? Ich glaube vielmehr, dass er nicht den Feind gesehen hat, sondern er hat den Mensch gesehen im anderen Schützengraben, der genauso friert, wo genauso hungrig ist und verletzlich ist und im Schützengraben sitzt und eigentlich Frieden möchte haben. Ein Mensch mit den gleichen Wünschen und Sehnsucht an Weihnachten. Wo ist es vielleicht für uns dran, aus dem Graben rauszukommen, mit erhobenen Händen auf jemanden zuzugehen? Wer hast du auf dem Herzen, mit dem du dich solltest versöhnen? Wo musst du vielleicht auf jemanden zugehen, so wie Jesus auf uns zukommt? Wo musst du vielleicht auf jemanden zugehen? Wo musst du vielleicht vergeben oder um Vergebung bitten? Lasst uns aus unseren Schützengräben rauskommen. Lasst uns die Waffen niederlegen, die wir vielleicht bis dahin als Verteidigung gebraucht haben gegen andere Menschen. Lasst uns aus der Decke rauskommen, auch wenn das bedeutet, dass wir uns verletzlich machen. Jesus hat sich auch verletzlich gemacht. Als Kind hat er sich schutzlos und verletzlich dieser Welt ausgeliefert. Jesus hat uns das vorgelebt. Lass uns mutig sein und uns für den Frieden einsetzen. So wie das Jesus für uns da hat. Lass uns Friedenstifter sein. Matthäus 5 heißt: Selig sind die Friedenstifter. Denn sie werden Gottes Kinder heißen. Amen.
Herr Jesus, ich danke dir, dass du mit erhobenen Händen über das Schlachtfeld zwischen Mensch und Gott gekommen bist. Jesus, ich danke dir, dass du aus dem Graben rausgekommen bist, den Graben überwunden hast und zu uns gekommen bist. Herr, ich danke dir für den Frieden, den du uns bringen willst, in unseren Herzen. Und Herr, du siehst, wo wir vielleicht noch nicht in dem Shalom leben. Herr, du siehst, wo wir in Deckung sind, auch vor dir. Wo wir manchmal vielleicht auch ein bisschen Angst haben vor dir. Und wir das Gefühl haben, du meinst es nicht gut, du engst uns ein. Oder wo wir das Gefühl haben, du schüttest den Kopf über uns und unseren Schwächen. Herr, ich danke dir, dass du mit erhobenen Händen zu uns gekommen bist und uns so gezeigt hast, ich will Frieden haben. Es spielt keine Rolle, was es war. Ich komme mit erhobenen Händen auf euch zu. Jesus, ich bitte dich, dass der Weihnachtsfrieden einziehen bei uns und dass wir den Weihnachtsfrieden auch weitergeben, Herr, in unseren Familien, in unserem Umfeld, Herr. Dass wir aus dem Graben rauskommen und auf andere Menschen zugehen. Danke dir vielmals, Jesus, dafür. Herr, begegne du uns auch gerade jetzt in dieser Zeit vom Lobpreis, wo wir miteinander dich anbeten und miteinander